Dies ist das zweite Mal, dass ich Erlington heute sehe. Und beide Male hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht liegt es an mir, aber es könnte auch mit dem Verbleib des Kristalls zu tun haben. Verteidigung. Zeig dem Hungerich den Verbleib des Kristalls. Oh, au! Zeuge eurer Meinung nach den Aua! Oh! Finish him! Wo hat der Zeuge eurer Meinung nach den magischen Kristall am Tag des Verbrechens versteckt? Oh, wie war kein das? Kein Ganzkörperbild, es tut mir leid. Oh, schade. Ah, nein! Was? Was zum? Das... Boah, das wollte ich nicht. Mann, er ist da nicht versteckt. Richtig. Zoe. Ein Schuss ins Blaue. Hm. Das tut gerade etwas weh. Hör mal auf. Bla bla bla, keinerlei Taschen. Keinerlei Taschen. Ah, und die Haare haben auch keinerlei Taschen. Alright. Selbst wenn er irgendwo an Erlington versteckt ist, denke ich was. Wir tun so, als wäre es nicht passiert. Ja, aber wir haben oben ein Schild weniger. Ja, das kann ich auch nicht. Oh Mann. Ja, was ist ich hab mit dem Stylus das war so hin und her, hier, guck, so. Mhm. Und dann plötzlich hat er eingeloggt. Aber hier ist es, man sieht es. Da, zwischen seinen Brüsten. Okay, da hinten ist er. Hier. Ding dong. Also wenn das jetzt... Ja, gut. Zeuge. Wir haben euch das erste Mal in Herrn de Victoires Residenz getroffen. Oh, da hatte er das schon. Damals hattet ihr einen Amethyst an eurem Kragen befestigt. Ah, der ist weg. Oh. Oh, das ist richtig. Moment. Ja, das ist richtig. Günther. Dann war es doch nicht hinter diesem Krawattending, sondern... Ah, doch. Hm. Alchemisten... Au! Das habe ich mir auch noch in die Backe gebissen. Was ist denn heute los? Amethysten sprechen Alchemisten. Los. Jetzt muss ich doch mal kurz schauen, was Joey da gerade veranstaltet. Sekunde. Och, komm schon. Warte, bin gleich wieder da. Ausnahmsweise ich mal nicht schuld, dass es nicht weitergeht. Das ist richtig. Hurra! Geht's dann mal weiter? Boah. Ich krieg schon wieder... Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Köstritzer Schwarzbier. Boah, ist das der totale Schwachsinn, Mann. Da bin ich wieder. Entschuldigung. Oh, meine Kamera. Was ist? Das kriege ich nicht so schnell hin. Okay, du bist dran. Also, Amethysten sprechen Alchemisten positive Energien zu. Amethysten sprechen Alchemisten positive Energien zu. Amethysten. Alchemisten sind violett. Genau. Aber als wir heute Morgen im Warteraum, als wir ihn heute Morgen im Warteraum getroffen haben, aha, war der Edelstein, den ihr getragen habt, grün und nicht violett. Es war also ein Smaragd. Und jetzt, wo ist er geblieben? Wo ist dieser Alchemist, den ihr angeblich immer tragt? Er hat ihn abgenommen. Wartet, einen Moment bitte. Moment mal. Der Zeuge trägt einen violetten Edelstein? Stimmt etwas nicht, Inquisitor Flammenberg? Bei unserem Eintreffen am Ort des Verbrechens kam der Zeuge auf der Residenz, um uns zu begrüßen. Mhm. Mhm.
entsinne mich eines Edelsteins am Kragen des Zeugen. Aber dieser Edelstein war... Aha, das heißt also, er hatte diesen violetten Stein zuerst, hat ihn dann da reingetan, also er hat ihn sozusagen ausgetauscht mit dem, also den gefakten Umbra-Stein, den hat er getragen, hat das Ganze dann ausgetauscht und jetzt trug er das Ding und dann hat das abgenommen. Interessant. Okay, außerdem, unsere Vermutung hatte sich nicht bewahrheitet, dass dass es unter diesem Revers-Ding oder was auch immer ist, unter dem Kragen. Aber immerhin, es war die gleiche Stelle, ist das nicht toll? Ist richtig. Ja. Grün? Alchemisten sind nicht grün. Allerdings verwechseln Amateure oft Prasioniten mit Alchemisten. Aber das tut nichts zur Sache. Genau, also. Hobby vom Richter. Ja. Edelsteine sammeln. Ja, weil. Okay, ein Prasiolith. Was macht denn ein Prasiolith? Er wird zu einem Kabuto. Nee, Moment. Ein Prasiolith erschafft ein Mega-Laprasio. Oder so. Und dann gab's ja noch den Sepifoilith. Herr Erlington, ihr habt versucht, die Schuld der Angeklagten, ihr habt versucht, die Schuld der Angeklagten zuzuschieben. Ach, Pushing Patrick, er nimmt eure Probleme und schiebt sie woanders hin. Ich glaube, ich ist mein Leichnam. Um das zu erreichen, habt ihr den Goldtor-Kristall mit einem normalen Edelstein vertauscht. Wir gingen davon aus, dass die Hexe, die Herrn der Victoria getötet hat, den Zauber Umbra benutzt hat. Ihr wusstet, dass ein Hexenstab mit einem Goldor und einem Umbra-Kristall am Ort des Verbrechens den Verdacht erwecken würde, die Angeklagte hätte beide Verbrechen verübt. Und genau das ist geschehen. Sie hat beide Verbrechen verübt. Das Mädchen, das am Ort des Verbrechens gefunden wurde, wird des Mordes der Herren der Victoria und Layton beschuldigt. Das war euer Plan. Ihr habt den Goldtor-Kristall aus dem Stab entfernt und euren Amethyst eingesetzt. Dann habt ihr den Goldtor-Kristall an eurem Kragen befestigt. Als wir euch kurz nach dem Vorfall angetroffen haben, trug ihr deshalb einen grünen Edelstein. Der bloße Gedanke, dass dies in Wirklichkeit ein magischer Kristall ist. Ruhe! Zeuge, entspricht das der Wahrheit? Das sind rein. Nicht, dass ich wüsste. Ich denke nicht, dass ihr dafür irgendwelche Beweise habt. Also wir wissen, dass der auf jeden Fall spricht wie eine Frau. Wie dem auch sei. Ich muss gestehen, dass ihr eine logische Verbindung zwischen mir und dem fehlenden magischen Kristall hergestellt habt. Von daher werde ich eure Fragen beantworten. Bing! Nun gut, ich werde die vorherigen Fragen wiederholen. Ja, Randall. Zeuge, nennt bitte euren Namen, eure Zunft... Laborchef Dr. Klink. ...zu guter Letzt euer Geschlecht. Mein Name ist Jean Erlington. Jean? Ich habe dem kürzlich verstorbenen Herrn de Victoire gedient. Warum kriegen wir jetzt erst gesagt, dass der Name Jean ist? Weil wir vorher sonst schneller gewusst hätten, dass es eine Frau ist? Early Jean is not my lover. Warum kann er nicht Earl Grey heißen? Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Nein, das ist Jean Erlington. Wie ihr seht, trage ich die Kleidung eines Butlers. Doch was die Verteidigung behauptet, ist richtig. Ich bin ein Mädchen. Juhu! Oh, das ist wirklich das längste Foreshadowing gewesen, was wir in diesem Let's Play hatten. Möchte ich meinen. Aber Flamberg denkt sich gerade wahrscheinlich... So ein Mist! Fusch. Oh. Könnte immer noch ein Junge sein, wenn ich mich frage. Unglaublich. Unglaublich, nichts ist unglaublich. Bam. Bei Holland.
Doch, bei Roland. Der Butler ist ein Mädchen. Er ist eine Butlerin. Mit schönen langen Haaren. Ich hatte auch mal schöne lange Haare. Das hat er nicht vorher selber gesagt. Aber jetzt sind sie ab. Juhu! Du bist noch mal mit lesen. Ruhe. Jean Arlington, wollt ihr vor Gericht gestehen, dass ihr in Wirklichkeit weiblich seid? Ja, Professor Eich. Nennt euren Namen, eure Zunft und euer Geschlecht. Das wäre doch auch mal was für ein Pokémon-Spiel anfangen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal ein Pokémon-Spiel spiele, dann nenne ich mich Arlington und mache mich weiblich. Und als Zunft nimmst du Rotmagier. Halt, falsches Spiel. Brotmagier? Rotmagier. Ich hätte auch einen Brotmagier genommen. Das ist in WoW so, die können Brot und Wasser machen. Wirklich? Ja, das ist dann auch das Einzige, wofür Leute die zu schätzen wissen. Ich hab mal einen gespielt. Wie auch Ernsthaft? Immer. Ernsthaft? Ja. Krass. Also ein Brotmagier. Danke auch. Nein, Brotmagier. Nein, ich meine, das gab's nicht als Klasse. Es gab die Magierklasse, aber die konnten Ach so. Halt, die konnten halt Brot und Wasser herstellen. Nee. Ja, was weiß ich? Ich habe nie WoW gespielt, hätte ja sein können. Ja. Okay. Ja. Ja. Aber jeder Labyrinthier war der Meinung, ihr seid ein Junge. Hey Junge! Ja. Habt ihr das gehört? Der Junge ist ein Mädchen. Macht ihn, sieh das nicht zu einer Mark? Zu einem Mark? Du Mädchen, du. Ich wusste, er sieht verdächtig aus. Ich meine sie, Jonathan Frakes. Ihr wisst doch wieso, oder? Denkt nach, dieses Alchemiezeug ist sehr verdächtig. Das macht Jungs zu Mädchen. Hört ihr das? Hört ihr die wilden Spekulationen und Anschuldigungen? Amethysten streben nach dem Verständnis der Regeln, die die Natur bestimmt. Aber für die Bürger hier ist Amethyst anders als Amethyst, ja. Die haben auch so einen Verein gegründet, Amethyst International. Alchemie International. Als Magie. Ah, oh, Moment. Es ist nicht anders als Magie, aber bei dem letzteren gibt es doch wenigstens... Scheidenpilz-Cremesuppe von Magie Meisterklasse. Wäre Ihnen bekannt gewesen, dass ich ein Mädchen bin, hätten Sie mich als eine Hexe gesehen. Bist ja auch eine. So war Meister Direktor besorgt um mein Wohlbefinden. Er meinte, es wäre für mich sicherer, mich als Junge auszugeben. Ah ja. Mit anderen Worten, ihr gesteht ein Mädchen zu sein, aber verneint es, eine Hexe zu sein? Hey, er hat Sein auf Sein gereimt. Der reimt wie du. Guck mal, das geht noch weiter. Das dürfte jetzt jedem klar sein. Sie wusste, dass sie ihr Geschlecht nicht weiter verheimlichen könnte, sobald es hinterfragt wird. Deshalb hat sie zugegeben, dass sie ein Mädchen ist. Man hätte es doch wirklich ganz viel um einiges einfacher haben können. Es war die am logischsten erscheinende Wahl für sie. Inquisitor Flamberg geschüttet in mir eine Frage. Geschüttet? Schön. Wurden alle Beweise im Fall des bereits vorgebracht? Des goldenen Gentleman, oh, das klingt doch toll. Nicht der maskierte Gentleman, sondern der vergoldete Gentleman. Wieso verlangt ihr nach diesem Wissen? Wie es aussieht, habt ihr keinerlei Beweise dafür, dass ich eine Hexe bin.
Du kannst ruhig lauter reden. Angesichts des Mangels an sachdienlichen Beweisen würde ich mich wieder meinen Aufgaben widmen wollen. Was sind deine Aufgaben? Frauensachen. Entschuldigung.